Zu einer Stellungnahme hat sich Herr Bundesminister Hunsdorfer gemeldet. Bitte, Herr Bundesminister. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich glaube, es ist kurz notwendig, eine kleine Cooldown-Phase einzulegen. Und Herr Abgeordneter Kickl, es verwundert mich, aber lesen Sie das Arbeiterkammergesetz, dann wissen Sie, was die Aufgaben der Arbeiterkammer sind. Dann wissen Sie, was da drinnen steht. Da wissen Sie, dass unter anderem die Ausbildung, da wissen Sie auch, dass die Ausbildung von Betriebsrätinnen und Betriebsräten eine auch dieser Kernaufgaben ist. Und da werden Sie auch... Nein, schauen Sie, das ist genau Ihr Problem. Sie sind zwar in der Arbeiterkammer vertreten, Sie sind als Gruppe vertreten, Sie haben sogar, glaube ich, in einem Land einen Vorstandsplatz, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und Sie sind aber wahrscheinlich nicht flächendeckend vertreten, weil dann wüssten Sie, dass die Ausbildung von Betriebsräten und Betriebsräte eine der Kernkompetenzen ist. Nein, überhaupt nicht, weil es können nur, Herr Kickl, Betriebsrätinnen und Betriebsräte sich überhaupt für die SOZAG anmelden. Punkt 1. Punkt 2, können die nur sich dort anmelden und es gehen auch Personen hin, die mit der Sozialdemokratie nicht einmal ansatzweise was zu tun haben, weil, wie Sie auch wissen, haben wir in zwei Bundesländern Präsidenten, die, glaube ich, mit der Sozialdemokratie nicht allzu viel am Hut haben. Das ist Tirol und Vorarlberg. Und wobei ich weiß, dass der Wirtschaftsbundflügel den Tiroler Präsidenten manchmal mehr der Sozialdemokratie zuordnet als wie der ÖVP. So, Spaß beiseite, so ist das. Und dass Sie meinen Namen nicht auf der Liste gefunden haben, möchte ich Ihnen auch aufklären. Ich bin nicht arbeiterkammerpflichtig und demzufolge kein Mitglied der Arbeiterkammer, nicht arbeiterkammerpflichtig und demzufolge kann ich auch nie, ob ich will oder nicht, auf die SOZAG hätte ich fahren können. Das war nie möglich. Ich war dort zeitweise als Vortragender, aber nie als Teilnehmer, weil ich, wie gesagt, aus einer Struktur komme, wo ich nicht arbeiterkammerpflichtig bin.